Einige Kilometer weiter in Bernsdorf war am Samstag ebenfalls die Hauptstraße wegen Überflutung gesperrt. Die Anwohner kämpften hier gegen das Wasser von den Feldern und eines normalerweise kleinen Baches. Durch den starken Regenfall ist nun überall wieder Hochwasser. Und das drückt von vorn einmal durch den Bach und dann auch von hinten über die Wiesen. Wir kriegen es im Moment von den Wiesen, also von Hermsdorf, das alles überspült. Und das passiert sehr oft. Gegenseitige Hilfe ist hier selbstverständlich, um sich gegen die Wassermassen zu wehren. Das Haus ist unserem Sohn, ist nicht unterkellert. Wir haben also schon viermal das Wasser direkt in der Wohnung gehabt. Nun hoffen wir, dass das dieses Mal nicht passiert. Einige Anwohner sehen den Grund der Überschwemmung beim Neubau der Straße. Nach diesem Bau von diesem Bürgersteig wurde die Bach so eingeengt und hier abgebaggert, dass dann mein ganzes Grundstück voll läuft. Ich musste mir selber helfen, irgendwie einen kleinen Wald drin errichten. Es wird nichts gemacht hier von Sachen der Gemeinde. Und damit hat sich das erledigt. Wir werden es weiterhin erdulden müssen. Inwieweit hier Handlungsbedarf besteht, muss nun wohl in der Verwaltung entschieden werden.